is calling. Hallo du, du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fae-Farm mit mir, eure Fenja. Und solltest du neu hier sein, es gefällt dir hier, dann lass mir doch ein Abo da. Kommentier ganz, ganz fleißig und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, ihr seht es schon, 28. Herbsttag. Ich hatte versucht im Offline, ja, bis Minenstufe 24 zu kommen. Das habe ich aber nicht geschafft, weil, oh mein Gott, ist das anstrengend. Ist die Mine anstrengend? Erstens mal brauchte ich ständig ja diesen Trank. Dann ist der zwischendurch leer gewesen. Dann musste ich neue kleine Knubbeltierchen wieder einfangen. Dann musste ich das Feenfutter ernten. Dann hat das wieder gefehlt. Und dann wieder in die Mine. Dann zwischendurch hatte ich meine Picke aufgewertet, damit ich die Eisenklumpen, die Silberklumpen abernten kann. Ja. Puh, war das anstrengend. Dann, ja, zwischendurch ist mir aufgefallen, hatte ich denn das Quest angenommen? Für das Erntefest, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also ja, für mich ist es das Erntefest. Und habe das jetzt abgeschlossen. Ich hatte gedacht, ich habe das aufgenommen. Aber nein, mein Aufnahmeprogramm hat nein gesagt. Das heißt, diese Folge fehlt sozusagen. So, ihr seht ja schon, ich habe auch sehr viel Essen jetzt hier vorbereitet. Oh mein Gott, ein Rucksack besteht nur noch aus Essen und Tränke. Eieiei, ist das viel. Aber mir ist aufgefallen, diese Unsichtbarkeitstränke, die braucht man doch ganz schön viel. Da ich auch teilweise jetzt in der Mine reingegangen bin, ohne dass mich die Toabos sehen. Und ja, habe ich gedacht, nehme ich mir mal halt so viele mit. Bin dennoch nicht weitergekommen, da ich dann auch angefangen hatte, zwischendurch die Silbersiegel zu machen, damit die Tore aufbleiben. Wie gesagt, ich bin einfach nicht weitergekommen. Und jetzt ist schon der letzte Herbsttag. Hm, naja, gut. Aber ich hatte... bist du größer geworden? Nee. Das ist übrigens Gubba. Gubba ist neu eingezogen. Ich habe den Namen einfach mal so gelassen. So. Flubber kennt ihr ja. Ja. Ansonsten hat sich, glaube ich, nie... Doch, ich habe mein Haus einmal ausgebaut. Kann ich euch auch mal zeigen. Zeige ich euch das noch schnell, dass ich mein Haus ausgebaut habe. Nein, hier geht es nicht lang. Hier runter müssen wir. Und ich habe hier den Verkaufsstand. Also musste erstmal googeln. Falls ihr darauf geantwortet habt, wo ich diesen Verkaufsstand herbekomme, dann tut es mir leid, denn ich nehme die Folgen ja alle direkt nacheinander auf. Für mich ist sozusagen einfach nur 2 Tage Real Life vergangen. Wenn ihr die Videos seht, sind ein paar Tage mehr vergangen. Ja, wie ihr seht, tada, ich habe mein Haus ausgebaut einmal. Ja, die Fenster will ich noch umsetzen, die hätte ich gerne einmal da und einmal da. Muss ich mal gucken im Offline, wie ich die da jetzt rüberkriege. Reingucken. Und ich habe ein neues Bett. Man kann da drauf sogar hüpfen. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie so eine süße, richtige Küchenzeile? Das wäre irgendwie cool, wenn man hier so eine richtige Küche haben könnte. Wenn nicht, ist auch okay. Ja, es fehlt noch ein bisschen was. Ein richtiges Sofa, irgendwie sowas. Aber mal gucken, was ich da mit zurechtzimmere. Schade, dass man immer noch nicht diese Fenster hier so von außen sieht. Das hätte ich irgendwie wirklich schön gefunden. Aber naja, gut. Vielleicht kommt es ja mit der nächsten Ausbaustufe oder mit der übernächsten Ausbaustufe. Gucken wir mal. So. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt trotzdem mit in die Mine. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde zwischendurch die Schlüssel, die ich jetzt mit habe, reinsetzen schon mal. Also Siegel, Schlüssel. Und dann schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es ja dann
jetzt bis Stufe 25 mal gucken. Und im Offline kann ich ja dann immer noch die Siegel dann anfertigen. Das ist ja nicht so schlimm. Denke ich mal. Da nehme ich euch dann aber dies nochmal mit. Das habt ihr ja dann schon gesehen. Und ja, ich will euch dann auch nicht langweilen. Das ist ja dann... Klar, einige wollen das gerne sehen. Andere wiederum nicht, weil sie das dann langweilig finden. Und dann ist man da selber aber so... Oh, noch eine Bienenkönigin. Das ist cool. Komm her. Entschuldigung, die musste mit. Endlich Bienenkönigin. Hier, die kleinen Knubbels, ja, die lassen sich so schwer fangen, ist mir aufgefallen. Ständig sind die weggelaufen und hast du nicht gesehen? Oh, das ist anstrengend. Da bin ich schon geschlichen und dann habe ich sie nicht gecashert gekriegt und... Ah, er war schon am Wutausbrüchen. So, ich pfeife mir jetzt schnell einen Tarntrank erstmal rein. Wie weit bin ich denn jetzt eigentlich gekommen? Bis Stufe 13 theoretisch. Bis dahin hatte ich aufgeschlossen, genau. Also fertig geschlossen. Das heißt, wir müssen hier einmal durch. Fanny, du kannst im Offline looten. Auch wenn du hier jetzt gerade keinen Stuff siehst, halt deine Loot-Fähigkeiten erstmal zurück. Wir wollen jetzt einfach schnell durchhuschen. Sozusagen. So. Aber ich glaube, so ab Stufe 16 und so müssen wir ja bestimmt trotzdem rumgraben. Weil ich die Tore da, glaube ich, noch nicht auf hatte. Also die Kugeln muss ich da wieder finden. Uiuiui, diese Mine verwirrt mich immer. Schon habe ich mich wieder verlaufen. Oh Mann. Er fängt ja schon gut an. Falscher Weg. Falscher Weg. Hier unten, ich hier hin muss. So. Ebene 15. Hallo, hallo, ihr süßen Geigen. Oder Violin. Je nachdem, was ihr seid. Nochmal ein Tarntrank. Wie gut, dass ich ein paar mitgenommen habe. Ach, die laufen so schnell ab, die kleinen. Ich habe auch noch nicht gefunden, wo ich die größeren herbekomme. Ach, ich hätte bestimmt da oben lang gekonnt. Na egal. Nicht so schlimm. Die blauen Steine. Nein, ich darf noch nicht. Ich will weiterkommen mit euch. Ich will euch nicht aufhalten. Also langweilen, dass ich hier jetzt anfange, alles einzusammeln. Das kann ich im Offline machen. So, Ebene 16. Auf zu Ebene 17. Nein, gehämmertes Silbersiegel. Oh, das ist ja jetzt ärgerlich. Ich dachte, wir kamen jetzt mal durch. Ach nein. Was braucht man denn für gehämmertes Silbersiegel? Bestimmt Silber wieder. Tut mir leid. Jetzt müssen wir doch ein bisschen Erz abbauen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich euch jetzt einmal hier so mitnehme. Zum Erz abbauen und sammeln. Ah, vielleicht sollte ich den Dings essen. Hatte mal nochmal einen Trank. Und... damit wir ein bisschen mehr Steinchen bekommen. Ach nee, Quatsch. Ich kann ja durchlaufen. Ich brauche die Siegel im Off. Oh, ja. Vergiss das. Ja.
brauche doch jetzt einfach nur nach durchlaufen. Kann ich ja im Offline machen. Typisch Fan ja ich. Ja, hier brauchen wir aber trotzdem die Kugeln. Hier müssen wir trotzdem die Kugeln finden. Ach, das ist ja ärgerlich. Naja, wenigstens schon mal eine. Nein, 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 nein. Mist. Ist die Kugel auch weg, glaube ich. Oder nee, die müsste ja eigentlich noch dran sein. Ja, die ist noch. Ah, Gott sei Dank. Versuchen wir mal einen anderen Weg. Ja. Ständig hängt man hier irgendwo fest und. Da so hin will ich einmal. Hallo, Kugel? Keine Kugel. Ah, das mit diesem Trank, ja. Ich brauche unbedingt einen größeren. Das ist ja. Ich brauche irgendeine unentdeckte Zutat noch für den größeren. Hä? Muss es doch irgendwo noch lang gehen. Ach, hier. Aber immerhin schon Stufe 8, Ebene 18. Das ist doch. Ja, das Grünzeug kann ich leider noch nicht mitnehmen. Da muss ich auch erst meine Sichel einmal aufwerten. Ah, Knubbelkugel. Supi. Weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt und mein Trank. So. Wir brauchen auch wieder hier die Knubbels. Da haben wir schon mal eine. Da, oh, gleich zwei, gleich beide. Das ist schön. Das finde ich, das kann so bleiben, ja. So. Gut, weiter geht's. Ob wir das schon schaffen, bis... Oh, die Zeit vergeht auch. Es wäre cool, wenn in der Mine die Zeit vergeht. Also nicht weitergeht, sondern einfach still. Naja, halt pausiert, damit man wirklich auch in Ruhe weiterkommt, ne? Ah nee, hier war ja nur eine Kugel. Sie sehen mich wieder. So. Ja, ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Was macht man eigentlich aus den Schattengel? Ja, lasst mich durch, lasst mich durch. Braucht die nächste Kugel. Komm schon, Kugel, wo bist du? Komm raus und zeig dich bitte. Kann ja jetzt sonst wo sein. Hier anscheinend glaube ich nicht. Hier geht es ja auch noch mal weiter. Ach nee, hier geht es ja nach unten. Hallo, ihr steht mir gerade ein bisschen im Weg, ihr Süßen.
Wir sehen sehr süß. Ah, da ist sie. Gott sei Dank. Nur schon um 9. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Oder es müsste so einen Trank geben, der die Zeit einfriert. Sozusagen. Steht das da auch noch im Weg, ey? Halt, komm mit. Ja, ich weiß, es wird spät. Es ist so nervig mit der Zeit. Zweiundzwanzig schon. Ja, gleich werden wir nach Haus teleportiert, dauert nicht lange. Schade. Schade, dass wir das nicht geschafft haben. Na gut, dann werden wir dann erstmal in der nächsten Folge den Winter erkunden. Und dann kann ich halt im Offline noch Dinge... Da ist die Kugel, Manu. Ja, Zeit fürs Fett. Ist ja gut. Ist ja gut. Neue Post von Heuli und von Jade. Und ich habe nichts verkauft. Erster Tag im Winter. Ja, ernte alle verblühten Pflanzen und pflanze deine Wintersaat. Aber nun gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal in der Winterfolge. Tschüss. Bleibt gesund. Summer's call.